Dr. Boeing! Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Also für manche Menschen, wenn ich mal unsere Politiker anschaue, da sind die Masken positiv. Wenn ich die Hackfressen von denen sehe, dann denke ich, ist das super. Aber nun kommen wir mal zu den Themen der Woche. Also ich habe gehört, in München am Marienplatz und in der Dings ist Alkoholverbot und Maskenpflicht. Aber was ist das Alkoholverbot? Darf man da dann, wenn man da im Supermarkt ist, keinen Alkohol bei sich tragen? Darf man keinen Alkohol konsumiert haben? Oder darf man keinen Alkohol auf offener Straße trinken? Und was hat Alkohol mit Corona zu tun? Dort werden viele Sachen einfach mit Corona gelöst. Und nun kommen wir auch noch zu anderen Themen. Ich habe mir ausnahmsweise mal was aufgeschrieben. Das ist sehr gut. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt gehört, dass Kinder die zehn Corona-Gebote lernen. Und die beinhalten, man soll seine Großeltern nicht besuchen, man soll eigentlich gar keine alten Leute besuchen, man soll seine Freunde nicht sehen, man soll nur zu Hause bleiben, man soll auch nicht unbedingt einkaufen gehen, man soll am liebsten ja von zu Hause aus lernen, auf keinen Fall in den Urlaub fahren. Und eigentlich alle Sachen, wir werden den Kindern gepredigt, dass sie sich sozial isolieren. Nicht die Freunde treffen. Also habe ich das Gefühl, dass wir schon im Jahre 1984 sind. Jetzt sagt er, wir sind auch 2020. Ich spiele dort auf den Roman von George Orwell an. Also, was der beschrieben hat, ist ja Kinderfasching. Und nun geht's weiter in diesem unserem Lande. Wenn man die Kinder so blöd macht, dann ist es mir doch klar, weshalb manche Politiker fordern Wahlrecht ab 16. Wenn man die Leute schon so verblödet mit 16, ja, dann wählen sie, was die Leute eigentlich wollen. Das hilft einer schwächelnden SPD. Die große alte Dame sollte sich eigentlich zum Sterben hinlegen. Oder den Grünen, die Grünen haben ja ein besonderes Verhältnis zu Kindern. Ja, wenn man den Herrn Cohn-Bendit hört, ich möchte das ja nicht ausführen, dass das ein Kinderficker ist. Jeder kann das lesen, dass er das Interview an einem französischen Sender gegeben hat, dass einem schlecht wird. Und er ist ungeschoren davongekommen. Und nun kommen wir jetzt zu unserem neuen Demonstrationsverbot. Das hat einen ganz tollen Namen. Das ist ja das neue Veranstaltungsfreiheitsgesetz, was sie einbringen. Dort sagen sie, ja, man muss ein spezielles Gesetz machen, dass keine rechten, gewaltverherrlichen Demonstrationen machen. Aber im Endeffekt ist das ein Gesetz, dass die Regierung sagt, oh, das gefällt uns, dafür könnt ihr demonstrieren. Ach, das ist ein bisschen kritisch. Das gefällt uns nicht. Da gibt es keine Demonstration. Das hat schon mit Landshut, wo ein Demonstrationszug verboten wurde. Ja, Landshut, das hat für mich immer so einen negativen Charakter. Nicht, weil ich die Stadt nicht mag, aber Landshut, vielleicht kann sich jemand erinnern an das Flugzeug, ja, das entführt worden ist, die Landshut. Und jetzt hat Landshut wegen diesem Urteil ein noch viel schlechteres Gefühl bei mir. Nichts gegen Landshut, wenn jemand aus Landshut ist. Ja. Und wenn wir jetzt sind und merken, wie wir langsam wieder, als sich die Schlinge zuzieht, dann muss ich wieder einen Vergleich bemühen. Da habe ich diesen Frosch dabei. Vielleicht kennt ihn ja einer. Also, wenn man einen Frosch in kaltes Wasser setzt, wird er lustig rumplanschen. Dann macht man es etwas wärmer.
Und da macht man es noch wärmer. Und wenn er kocht, ist er auch nicht rausgesprungen. Wollen wir so wie der Frosch sein? Ich habe das Gefühl, langsam drehen sie es auf. Ob wir jetzt 38 oder 40 Grad haben, das weiß ich nicht. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage, das Grundgesetz gibt uns ja auch einige Rechte. Das habe ich nachgeschaut. Ich werde jetzt mal richtig zitieren. Wenn ich immer sage, Artikel 20 Absatz 4, weiß wieder keiner, was ich meine. Ich habe es aufgeschrieben. Gegen jeden, der unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutsche das Recht zum Widerstand, wenn anderer Abhilfe nicht möglich ist. Was heißt das? Also ich habe mir überlegt, was heißt das? Also heißt das, wenn eine Demonstration abgesagt wird, ob man da schon auf die Barrikaden gehen soll? Da denke ich, nee, müssen wir alle Dinge der Legalität ausschöpfen. Es muss die letzte Petition unterschrieben sein. Und wenn sie uns die Demonstrationen verbieten, dann können wir uns überlegen, jeder persönlich, wie wir in den Widerstand treten. Manche machen das mit Meditieren und auf die gewaltlose Art und Weise eines Gandhis, was ich super finde. Andere werden sagen, ja, so stellen wir Widerstand nicht vor. Manche werden dann sagen, ein Widerstand eines Michael Collins. Vielleicht kennt man den aus Irland. Ja, der hat die Städte-Guerilla ins Leben gerufen und in dem Konflikt perfektioniert. Manche Leute werden sagen, diese Art des Widerstands wollen sie leisten. Jeder sollte persönlich sich überlegen, wie kann ich mit den mildesten Mitteln in den Widerstand treten. Dazu muss man sich einerseits vernetzen und es auch durchführen, wenn es soweit ist. Das ist dann die letzte Möglichkeit. Ich möchte hier nicht irgendwie aufrufen zu den Waffen. Das wäre total falsch zu dem jetzigen Zeitpunkt. Okay, also ich empfehle wieder Bücher. Also das Buch 1984 von George Orwell habe ich angesprochen. Ihr könnt noch ein Buch ansprechen. Vielleicht hat das der eine oder andere schon gelesen. Es heißt Schöne neue Welt von Alex Huxley. Auch lesenswert. Und wir sind da auch nahe dran. Und wie ich immer sage, wer bei Corona schläft, wacht in der Diktatur auf. Oder bei uns in einer Hygienediktatur. Danke! Applaus